Hallo nochmal. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Kryptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Kryptorium könnte die Antwort sein. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Wieder mal auf Abenteuertour? Auf geht's nach Hogsmeade. Schön, dass Sie hier sind. Wo Sie wohl hinfliegen? Hallo, Sirona.
Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist 13. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Wer hier wohl gelebt hat? Upper Hawksfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Wirkt wie ein nettes kleines... Schade, dass Bardolph dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Verzeihung, haben Sie gerade Bardolph Bowman erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolph, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolph wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn Sie mit ihr reden wollen. Ich schrubbe lieber Kessel, als mit Muggeln zu arbeiten. Felder zu pflügen ist gute, herrliche Arbeit. Renrocks Anhänger sind eine Plage. Was können wir tun? Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja.
Ich hätte nie gedacht, dass sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Ranrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Ich kenne Ranrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor. Hier zu sein. Eins von Ranrocks Lagern. Genau wie Madame Bowman sagte. Schön, dass du mal vorbeikommst. Ja. Komm, Frigo. Nicht besonders. Ich. Da bist du ja. Da ist er. Allein Ranrock schuld. Ein Lager erledigt, eins übrig. Rivelio. Magst du Schmerzen? Was mache ich hier? Grazio! Confringo! Das ist bedauerlich! Ich werde nicht ruhen! Incentio! Nicht leise genug! Grazio! Confringo! Protego! Incendio! Komm, trink! Du wirst nur bezahlen! Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Rebellion! Wer hier wohl wohnt? Ich vermisse das geschäftige Treiben. Die armen Kunden trauen sich gar nicht rauszugehen. Hallo, Madame Bowman. Gute Nachrichten. Ich konnte Ranrocks Lager räumen. Sie haben sie davongejagt? Wie? Es war schwer und sie haben sich gewehrt, aber ich hab's geschafft.
Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Ranrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Was verkaufen Sie? Wonach suchen Sie genau? Danke vielmals. Wirklich. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Ich danke für den Besuch. Madame Bowman, könnte ich Sie kurz sprechen? Sehr gerne. Wo Sie uns doch so tatkräftig dabei geholfen haben, uns Ranrocks Anhänger vom Hals zu schaffen. Mrs. Sprottle erzählte mir ein bisschen was über Ihren Bruder Bardolf. Oh, die liebe Dorothy. Sie würde selbst nach Bardolf suchen, wenn sie könnte. Sie erwähnte schwarze Magie und sogar die Erschwinderinnen. Trotz meiner ausdrücklichen Warnungen experimentierte Bardolf drüben am Waldesrand mit schwarzer Magie. Ich dachte, er würde davon ablassen und es würde irgendwann aufhören. Aber eines Tages kam er nicht nach Hause. Ich melde mich, wenn ich etwas sehe oder höre. Ach, danke. Das ist nett. Ich wäre so dankbar, wenn ich wüsste, wo er ist. Ich weiß tief im Innern, dass er da draußen ist. Aber geben Sie Acht. Was verkaufen Sie hier? Bardolf, wo bist du? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich danke für Ihren Besuch. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse.
Ein Eintrag aus Bardolfs Tagebuch. Er belauschte ein Gespräch. Es ging um einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Revelio. Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Vielen Dank für die großzügige Hilfe. Madame Beaumont, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Oh, bitte sagen Sie mir, er ist in Sicherheit. Er hat sich leider den Erschwinderinnen angeschlossen. Und er will nicht zurück. Was? Nein! Nein, das kann nicht sein! Er wollte Ihren Rat! Das ist alles! Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Beaumont. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolf! Bardolf! Mein lieber, lieber Bruder! Fehlt doch noch was. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Der Metamorphos ist kein Appell. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie noch mal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt.